Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ganz besonders schön, dass ihr heute dabei seid und miterleben könnt, in was ich hier sitze. Ja, kann man es noch Auto nennen? Ich weiß gar nicht. Rollender Kinosaal, Liege, Sofa, Sessel auf Rädern, transportable Luxuswohnung. Also hier möchte man ja eigentlich gar nicht wieder aussteigen, sondern hier einziehen. Ja, nennen wir es dann trotzdem mal Auto. Es ist der BMW i7 xDrive 60. Also das absolute Luxussegment, eher so in Richtung Rolls-Royce und Bentley gedacht, vermute ich mal. Allein schon das Ambiente hier in diesem Auto, was das Auto alles für eine Ausstattungsmerkmale hat. Also die Türen gehen automatisch auf Knopfdruck und sie gehen natürlich auch automatisch zu auf Knopfdruck. Ja, im Prinzip ist das ein Auto, wo man sich hinten auf den Liegesessel setzt und sich vom Chauffeur fahren lässt. Aber gut, ich fahre heute selber und wir begeben uns heute natürlich auf meinen Reichweitentest. Und ich dachte mir, hey, gestern war super schönes Wetter, da kannst du doch heute dann mal diesen Reichweitentest mit dem BMW i7 machen. Ja, und was haben wir heute? Es nieselt, es regnet und nachher ist noch wirklich richtig Regen angesagt. Also Move Electric Wetter, ich kann's noch. Ja, wir fahren die Strecke Bremen-Bremerhaven, 130 Kilometer. Mit dem i7. Ich bin gespannt. 101 Kilowattstunden netto Akku hat der. Wir haben gerade noch 93% drin und 459 Kilometer wird mir Reichweite angezeigt. Das ist gar nicht mal so viel, finde ich, für 101 Kilowattstunden. Aber schauen wir mal, was der Wagen hier für einen Verbrauch an den Tag legt, weil er hat ja trotz seiner massiven Optik einen CW-Wert von 0,24. Und durch die Länge von 5,39 Meter hat er auch Vorteile, weil dann ist der Luftwiderstand einfach nicht so groß. Und da bin ich gespannt, was dieses Schiff hier auf meiner Autobahnstrecke bei nur Tempo 130 für einen Verbrauch an den Tag legt. Ob er denn tatsächlich mit kleineren Autos wirklich mithalten kann, was BMW verspricht. Ja, wird ein spannendes Video, also unbedingt dranbleiben. Ja, Leute, der BMW i7 beeindruckt nicht nur von außen durch seine schiere Größe und durch sein, ich sag mal, markantes Auftreten, auch von innen. Also wenn man sich hier reinsetzt, man wird im Prinzip in diese Sitze, in diese Lounge-Sessel hineingesogen, mehr oder weniger. Ja, und man möchte hier echt gar nicht mehr raus. Es ist so bequem. Die Sitze sind natürlich alle beheizt und belüftet. Also nicht nur vorne, nein, auch hinten. Zu hinten kommen wir gleich noch, da gibt es noch was ganz Besonderes. Aber auch vorne, das gesamte Material hier ist alles Leder, also auch in dieser Tabakoptik, auch mit dem Schwarz gepaart, sehr, sehr geschmackvoll gelöst, wirklich. Also ich bin ja sonst nicht so für rotbraunes Leder, aber hier in dieser Kombi, da kommt das extrem gut. Ja, dazu haben wir hier diese Kristalloptik. Das ist natürlich so Acryl, also sagen wir mal Kunststoff, transparent. Wirkt aber durch diese geschliffene Optik so ein bisschen so wie Kristall, ist dann auch hinterleuchtet in verschiedenen Farben. Wir haben natürlich in der Mitte das iDrive Wählrad, auch in dieser Swarovski-Optik. Wir haben sogar Swarovski-Kristalle vorne in den Scheinwerfern außen. Also ist schon sehr viel Bling-Bling hier, muss man einfach mal zugeben. Aber es sieht irgendwie wirklich sehr geschmackvoll aus. Auch hier dieses Holz, sehr, sehr hochglanzlackiert, sehr schön. Und wir haben hier ganz viele Touchfelder, also natürlich neben dem Türöffner und Schließmechanismus. Ja, gehen wir wieder zu. Zack, ihr seht, es leuchtet hier, dann blinkt so. Haben wir hier auch diese Tasten für die Sitz-Memory-Funktion und so. Und hier sind quasi so Schieberegler für die Lüftungssteuerung, alles per Touch.
innerhalb dieses Kristallglases. Also sehr, sehr schick, sehr schick, kann ich dazu nur sagen. Und in der Mitte haben wir halt eine sehr wuchtige Mittelkonsole, die auf einem großen Kardan-Tunnel sitzt, der leider komplett bis hinten durchgeht. Der nimmt ein bisschen viel Platz weg. Aber wir haben hier eine induktive Ladeschale, wir haben hier noch zwei Cupholder und natürlich ein Staufach, was aber nur sehr klein ist, weil da drunter ist halt der Kardan-Tunnel und da sitzt es leider nur drauf. Da hätte man ehrlich gesagt ein bisschen mehr Platz gewinnen können. Doch, oh Schreck, oh Graus, wir haben hier auch Klavierlack und zwar genau hier und hier in der Mittelkonsole. Und witzigerweise, wenn man sich das hier so anschaut, mit dieser rotbraunen Farbkombi und dann hier dem Klavierlack, an was für ein Auto erinnert euch das? Genau, an den VW ID.4. Ja, und das in einem 178.000 Euro Auto. Ich würde mal sagen, das war doch ein Fehlgriff. Und auf was legt der Herr von Welt auch noch Wert? Natürlich auf eine adäquate Soundanlage. Und wir haben hier eine Bowers & Wilkins Soundanlage, die wirklich keine Wünsche offen lässt. Die liefert im Prinzip Dolby Atmos Sound. Und bei dem Auto hier und der Ruhe beim Fahren ist das wirklich ein extremes Erlebnis. Das ist ein Genuss, kann ich euch sagen. So, und jetzt kommen wir mal zu hinten. Also hinten... Das ist eigentlich der Place to be im BMW i7, weil hier hinten hat man nicht nur extrem viel Platz und die Sitze, ich sag euch, mega bequem, diese Kopfstützen mit den Polstern hier, die Sitze sind nicht nur beheizt, sie sind hier hinten auch belüftet. Ich habe hier in den Türen so eine Art ja, Mini-iPad, wo ich das Ganze hier steuern kann und unter anderem eben auch den Theater Screen. Denn das hier oben, das ist ein 31 Zoll Breitbild-Kino, was ich ausklappen kann während der Fahrt. Und dann habe ich hier Amazon Fire TV drauf und kann im Prinzip nicht nur das, also streamen und auch über HDMI irgendwas anderes anschließen und hier Kino gucken im Verhältnis 32:9. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Also das ist damit das erste Auto, wo ich doch lieber hier hinten sitze während der Fahrt, anstatt es selber zu fahren. Und dieser 9,5 Zoll Screen im Model S hier hinten, den ich habe, fand ich ja schon eigentlich ziemlich cool. Aber das da, das ist der Hammer, wirklich. Also da fehlen dir echt die Worte, wenn du das siehst und vor allem auch den Sound von dieser Bowers & Wilkins Anlage hier. Es ist wie Kino mit Dolby Surround, also es ist echt der Hammer. Also wenn du zu Hause keine Surround-Anlage hast in deinem Wohnzimmer, kauf dir ein i7, setz dich abends hier hin mit Freund oder Freundin, Tüte Chips und dann Kino genießen. Besser geht's nicht. Bevor es jetzt aber auf die Strecke geht, habe ich noch einen Tipp für euch, wie ihr an zusätzliches Urlaubsgeld kommt, nämlich durch die THG-Quote. Falls ihr das noch nicht kennt, THG-Quote bedeutet Treibhausgasemissionsquote und da bekommt ihr eben Geld für die eingesparten CO2-Emissionen eures E-Autos. Ich habe mein Auto zum Beispiel bei Geld für E-Auto angemeldet, das ist einer der größten Anbieter in diesem Segment. Die haben schon über 30 Millionen Euro an THG-Quoten ausgezahlt und dort bekommt ihr zum Beispiel bei der Expressauszahlung sofort innerhalb von 7 Tagen 175 Euro, sobald ihr euch dort anmeldet. Einfach registrieren, Fahrzeugschein hochladen und die kümmern sich um den ganzen Rest. Der Garantiepreis, der liegt übrigens bei 225 Euro im Moment. Und wenn ihr das über meinen Link macht, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, dann bekommt ihr sogar noch 10 Euro on top und das garantiert. So, jetzt kann es aber wirklich losgehen. Also der Wagen ist so groß, ich komme hier gar nicht mit einem Schwung aus der Einfahrt raus. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal schon mal gerade hier auf meine Straße gestellt. Wir haben jetzt 92% im Akku, 458 Kilometer Reichweite wird angezeigt. Ja, dann würde ich sagen, können wir starten. Natürlich hat er auch hier die BMW Iconic Sounds von Hans Zimmer. Habe ich jetzt mal eingeschaltet gelassen. Hören sich tatsächlich echt gar nicht so schlecht an. Also wie das zu erwarten war, ist das Fahrwerk hier natürlich ein Traum. Also der liegt auf der Straße wie eine Sänfte, schwankt so ein bisschen. Also so ein Schiffgefühl hat man hier eindeutig. Es ist aber so, dass er gleitet über diese Gullideckel hinweg. Also man merkt die wirklich fast gar nicht. Das ist richtig cool.
Und er fährt sich natürlich dadurch extrem angenehm, ist ja klar. Ja, irgendwie hat man hier trotzdem ein handliches Gefühl, trotz der Größe dieses Autos. Und Einstellungsmöglichkeiten übrigens hier in dieser wirklich wunderbaren Software von BMW. Das ist wirklich eine der wenigen Softwares in deutschen Elektroautos, die mir richtig gut gefällt. Ist wunderbar flüssig zu bedienen und auch relativ intuitiv. Also man findet sich ganz gut zurecht. Also es macht Spaß, die zu benutzen. Und man kann wirklich alles und jedes einstellen. Also von den Sitzen hier über die Sitzwangen. Man kann sie natürlich enger stellen. Man kann hier quasi jede Zone bei diesen Sitzen irgendwie einstellen. Natürlich Massage drin. Man kann die Rekuperation in allen möglichen Stufen einstellen. Im Moment habe ich sie auf adaptiv stehen. Das heißt, der Wagen sucht sich selber aus, wie er am intelligentesten rekuperiert. Ich kann mal gucken. Ich bin jetzt in der 30er-Zone. Hinter mir ist keiner. Nimm mal Gas weg. Ja, in diesem Fall entscheidet sich der Wagen einfach mal auszurollen. Ich kann sie aber auch natürlich auf permanent sehr hoch einstellen und dann One-Pedal-Driving machen. Ja, also Einstellungsmöglichkeiten, dem bleiben keine Wünsche offen. Das ist einfach klar. Bei der Klasse, also da muss alles drin sein. Ist völlig logisch. Außer diesen Iconic Sounds hörst du hier auch wirklich gar nichts von der Straße. Also es ist mega gut isoliert natürlich. Also völlig abgekapselt von der Umwelt. Yo, die 2,7 Tonnen setzen sich in Bewegung und das mit 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Echt der Hammer. Der Wagen hat hier 400 kW Leistung, 544 PS, 745 Newtonmeter. Also ein ordentliches Brett. So, wir gehen gleich auf die Autobahn. Die Straßen sind nass, vielleicht fängt es auch gleich wieder an zu regnen. Wir haben es rund 20 Grad, also sehr gute Temperaturen eigentlich für so ein Auto. Und dann wollen wir mal gucken, wie er sich so bei 130 schlägt. Im Prinzip ist es ja nichts für den BMW i7, denn seine Spitzengeschwindigkeit beträgt 240. 50.000 Bestellungen bei Shop for Tesla. Spart 15 Euro bei jeder Bestellung bis Ende August mit dem Gutscheincode DEAL50K. Bestellwert ab 150 Euro. Ja, als hätte ich es geahnt. Jetzt fängt es natürlich an zu plästern hier. Also das sieht nicht gut aus. Das wird wieder so ein typischer Move Electric Test. Aber gut, so sind wir das ja gewohnt und da muss einfach auch jedes Elektroauto irgendwie durch. Ja, Geräuschentwicklung bei 120 im Moment. Wir haben Geschwindigkeitsbeschränkung. Also auch nicht viel lauter als in der Stadt, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, das leiseste Auto, was ich je gefahren bin hier. Ja, und apropos fahren. Mit so einem Auto fährt man ja auch gerne mal Langstrecke. Bequemer kann man, glaube ich, auch gar nicht reisen. Und das kann man die ersten 12 Monate fast umsonst eigentlich, weil bei dem BMW Charging Paket, was man mit diesem Auto dazu bekommt, sind die ersten 12 Monate Laden bei Ionity inklusive, egal wie viel, ohne Beschränkung. Also da hat man doch gleich ein bisschen was vom Kaufpreis wieder reingeholt. Ja, Regen hin oder her, wir wollen 130 fahren und hier ist gleich freigegeben. Das heißt, Tempomat eingeschaltet, Spurhalteassistent ein. Und dann lassen wir den Wagen mal fahren. Ja, und trotz dieser Form, die jetzt hier so aussieht, als wäre das wirklich eine Schrankwand, gerade auch mit dieser wahnsinnig steilen Front vorne, da ist der Luftwiderstandsbeiwert mit 0,24 gar nicht mal so schlecht. Und wie gesagt, durch die Länge von 5,39 Meter hat der Wagen auch echt einen Vorteil, denn wenn so ein Wagen länger ist, dann kann die Luft hinten nicht so verwirbeln und sorgt eben für einen niedrigeren Luftwiderstand. Deswegen erwarte ich jetzt aber auch einen relativ niedrigen Verbrauch, trotz des Wetters. Momentan ist es noch so, dass ich sage, ja, damit habe ich gerechnet, also haut mich jetzt nicht vom Hocker, wir sind bei 24,4 Kilowattstunden. Wir sind aber auch gerade erst mal 25 Kilometer unterwegs, also da kann noch was kommen. Der Regen ist sicherlich nicht förderlich, aber wie gesagt, da musste schon das ein oder andere Auto ebenfalls durch. Und naja, er muss sich natürlich auch so ein bisschen mit dem EQS messen, ne? Also ob er den noch toppen kann vom Verbrauch. BMW behauptet ja, unglaublich effiziente Motoren zu verbauen. Davon hat er 2 Stück, ist ja Allrad. Und da sind auch keine seltenen Erden drin, also sehr lobenswert eigentlich.
Nur diese Effizienz, die muss er dann auch in puncto Verbrauch beweisen. Und das werden wir heute feststellen. Ist natürlich eben auch die Frage, was bringt so ein Auto für die Elektromobilität? Also natürlich eigentlich gar nichts, weil die Ressourcen, die nötig sind, um so ein Auto zu bauen, sind natürlich enorm. Und das ist auch gar kein Auto für den Massenmarkt, sondern mehr so ein Individualauto für die Betuchten, die sich das leisten können und leisten wollen. Und der deutsche Markt ist gar nicht hier im Fokus von BMW, sondern mehr so China und natürlich auch USA. Dass sie da jetzt die Hunderttausende davon verkaufen werden, damit rechnet kein Mensch. Ja, ich würde mal sagen, sie haben einfach jetzt durch dieses Auto so eine Art Showcase auf der Straße, wo sie zeigen, was alles möglich ist in puncto Technik, in puncto Ausstattung, in puncto Komfort. Es ist immer noch so wie Stadtverkehr. Man hört nichts, man kann sich so unterhalten wie im Wohnzimmer. Und die Assistenzsysteme hier, naja, Spurhalteassistent einwandfrei, adaptiver Tempomat natürlich einwandfrei. Ansonsten alles, was es so gibt, hat dieser Wagen. Also, keine Ahnung, egal was es technisch heute auf dem Markt gibt, ich glaube, das ist hier drin. Ja, und während wir hier reden, hat der Regen aufgehört. Super, und schon sinkt der Verbrauch. Wir sind bei 23,6 jetzt im Durchschnitt. Bin mal gespannt, ob es noch weiter runter geht. Also da sieht man mal, Regen macht immer irgendwie was aus. Da haben wir immer mehr Verbrauch, als wenn wir trockene Fahrbahn hätten. Irgendwie witzig finde ich, dass dieser Wagen natürlich auch eine Anhängerkupplungsoption hat. Und zwar kann er 2 Tonnen ziehen. Also einer der höchsten Werte, die ich bei Elektroautos bisher gesehen habe. 2 Tonnen, das ist für so ein 2,7 Tonnen Auto dann auch angemessen, finde ich. Aber irgendwie die Stützlast ist nur 80 Kilo. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Aber gut, ich frage mich nur, wer so ein Auto fährt, wer zieht dann irgendwie Anhänger? Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Aber vielleicht irgendwie so ein riesen Wohnwagen, der auch nochmal 12 Meter lang ist, hinten dran. Das wäre doch mal ein Gespann, ne? Das möchte ich mal sehen. Naja, okay, aber es ist möglich und wie gesagt, 2 Tonnen, das ist doch mal ein Wort. Also wenn es hier was am Innenraum zu kritisieren gäbe und ich mir was wirklich suchen müsste, dann hätte ich, wie gesagt, 2 Punkte. Einmal das verbaute Hartplastik hier in der unteren Etage und den riesen Mitteltunnel. Also gerade auch, also für hinten vorne fällt er ja nicht auf, weil hier die Mittelkonsole ist, die auch sehr wuchtig gestaltet ist natürlich. Aber hinten, wenn du hinten sitzt, dann bist du, was den Fußraum angeht, für die Größe dieses Autos doch irgendwie eingeengt. Und das würde ich als massiven Kritikpunkt mal werten. Es ist natürlich eine Plattform, wo es auch Verbrenner gibt. Und deswegen haben sie hier diesen riesen Kardantunnel. Aber wie gesagt, bei so einem großen Auto, gerade auch hinten für die Passagiere, muss das doch irgendwie nicht sein, gerade wenn es jetzt ein E-Auto ist. Das ist echt schade. Vielleicht noch einen dritten Kritikpunkt. Wir haben jetzt zwar ein schönes Glasdach verbaut, aber es gibt keine Option, das als Glasschiebedach zu bekommen. Es ist einfach nur ein festes Glasdach. Das Öffnen, das haben sie einfach nicht vorgesehen. Dafür ist einfach die Klimatisierung hier dann wahrscheinlich zu gut. Braucht man nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn sich BMW und auch Mercedes, wie mehr oder weniger auch angekündigt, so ein bisschen auf das Luxussegment fokussieren, gerade auch was E-Autos angeht, da werden sie es in der Zukunft natürlich auch schwer haben, weil wir brauchen natürlich auch bezahlbare Elektroautos. Und das hier ist ja nun das genaue Gegenteil davon. Und da bin ich gespannt, ob der ein oder andere Hersteller, also ganz vorne natürlich auch VW, irgendwie bald in der Lage ist, sowas mal auf den Markt zu werfen und nicht nur anzukündigen. Stichwort ID.2 zum Beispiel. So, da vorne ist jetzt wieder die Abfahrt, da machen wir die Wende. Das sind jetzt gerade 60 Kilometer und wir liegen bei 22,6. Also, ich muss sagen, es geht immer weiter runter. Das wäre ja mal ein Trend. Ja, 65 Kilometer sind wir jetzt unterwegs, laut Tacho 21,6 Kilowattstunden im Durchschnitt. Das ist jetzt ein Wert, mit dem ich ganz zufrieden bin. Da sollte es bleiben auf der Rückfahrt, dann wäre das richtig klasse. Jetzt machen wir hier die Wende und dann geht es wieder zurück, die nächsten 65. Und wenn das dann so bleibt bei diesem Verbrauch, dann bin ich ja echt zufrieden.
Ja, die 400 kW, die ziehen hier gut durch. 544 PS hat das Ding hier, 745 Newtonmeter. Echt der Hammer, wie schnell sich diese 2,7 Tonnen beschleunigen lassen. So, wir sind wieder auf der Rücktour und eine Sache ist mir jetzt hier die ganze Zeit noch aufgefallen. Ich lobe ja diesen Wagen quasi, wo es nur geht, also auch in puncto Verarbeitung und Materialien. Aber irgendwo hier im Innenraum, ich glaube hier oben, es könnte sein, dass das von diesem Display, von der Displayaufhängung kommt. Bei den kleineren Erschütterungen, die hier doch irgendwie im Wagen durchkommen, da klappert es. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also in diesem Wagen, es klappert. Ich weiß nicht, wo es her genau herkommt. Irgendwo von da oben hinter mir. Das ist ein Punkt, wo ich sage, damit wäre ich sofort in der Werkstatt. Auch natürlich Verkehrszeichenerkennung. Eine Sache ist mir aufgefallen, wo die Geschwindigkeitsbeschränkung vorhin aufgehoben war. Da hat er den Tempomat einfach so von sich aus auf 138 eingestellt. Und ich wundere mich, warum ich die ganze Zeit so schnell fahre. Ich war das nicht, das war der Wagen selber. Keine Ahnung wieso. Naja, jetzt habe ich wieder zurück auf 130, denn wir wollen ja den Test nicht verfälschen. Aber vielleicht ein paar Werte noch zur Statistik. Wir sind jetzt nach knapp 80 Kilometer bei 75% Akkustand, 375 Kilometer Restreichweite. Das korrespondiert ja doch relativ gut mit dem vorher angezeigten. Was hatten wir? 458, glaube ich, war es. Kommt ja mit den gefahrenen Kilometern relativ gut hin. Das heißt, die Berechnung, die ist doch sehr akkurat hier bei BMW von der Restreichweite. Aber ist natürlich doch deutlich weit von dem entfernt, was WLTP angibt mit 610 Kilometer für diesen Wagen. Ich denke mir, vielleicht in der Stadt, da kann man das bestimmt erreichen. Aber auf der Autobahn ist das natürlich utopisch. Ah, wir sind kurz vor Bremen und natürlich hat hier der Regen wieder eingesetzt. Wir haben jetzt 100 Kilometer gefahren und sind bei 22,8. Verbrauch ist wieder ein bisschen angestiegen, klar, weil es regnet. Aber 22,8 ist doch noch ein Wert, mit dem kann man hier noch leben, finde ich. Aber wir sind ja auch nicht so schnell gefahren. 130, naja, für so ein Auto ist das ja ein Witz. Und man hört gar nichts, also man merkt überhaupt nicht, wie schnell man fährt. Das könnte jetzt auch 80 sein, gefühlt. Ja, jetzt steht hier auf der Karte doch der Stau. Es ist leider alles rot. Gleich bremsen sie alle ab, jawohl. Aber er ist nur ganz kurz, wahrscheinlich noch nicht mal einen Kilometer. Wir haben jetzt 22,7 und 110 Kilometer gefahren. Das halten wir erstmal so fest. Ja, und jetzt hier im Stau ist das echt cool. Ich habe ja diesen Assisted Driving Mode an, also quasi den sogenannten Autopiloten bei BMW. Und er sagt jetzt gerade, Rettungsgasse wird gebildet. Das heißt, der Wagen fährt mir jetzt aber zu weit links gerade. Er bildet hier eine Rettungsgasse automatisch, obwohl er mir jetzt gerade doch ein bisschen zu weit links gefahren ist. Ja, aber gut, ich bin noch auf der Fahrbahn, ich bin noch nicht auf dem grünen Streifen, das scheint noch zu gehen. Ja, aber das ist doch mal richtig cool, wo gibt es denn sowas? Also das ist ja der Hammer. Ja, war zum Glück nur ein kurzer Stau. Wir haben jetzt immer noch 22,8 Kilowattstunden, also hat sich quasi kaum was bewegt da an den Verbräuchen. War aber wirklich interessant zu sehen, wie der BMW reagiert im Stau. Richtig cooles Feature. Wir sind jetzt gleich zu Hause. Wir müssen noch 10 Kilometer hier auf der Autobahn und dann fahren wir runter. Und dann bin ich gespannt. Jetzt haben wir leider wieder mega Regen, wie am Ende der Verbrauch dann wirklich ist. Und wir haben jetzt noch 328 Kilometer Restreichweite und noch 67% im Akku. Das Problem ist, ich will natürlich noch einen Ladetest machen. Denn der i7 soll ja mit 195 kW oder 200 kW, zumindest in der Spitze, laden können an DC. Übrigens 22 kW AC, serienmäßig hier übrigens, muss man auch mal erwähnen. Und das will ich natürlich ausprobieren, aber bei so viel Restreichweite, da muss ich ja noch einen halben Tag fahren, bis ich den Akku irgendwie leer kriege. Ja, und das bei dem Wetter, da kann ich ja auch nicht wirklich schnell fahren, das kann dauern. Tja, mal gucken, ob ich das hinkriege. Bei der Gelegenheit nochmal ein ganz besonderer Dank an Autohaus Brinkmann in Grasberg, die mir den i7 jetzt hier für heute zur Verfügung gestellt haben. Ich meine, dass das heute jetzt so schüttet, das konntet ihr ja nicht ahnen. Aber trotzdem nochmal ganz herzlichen Dank.
Wir sind wieder zu Hause angekommen nach 130,4 Kilometer Strecke und haben einen Durchschnittsverbrauch von 22,4 Kilowattstunden. Angezeigte Restreichweite ist noch 313 Kilometer und 64% haben wir noch im Akku. Das heißt, wir haben keine 30% verfahren, sondern 28% für 130 Kilometer. Und wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, dann sind das bei 100% 464 Kilometer Gesamtreichweite für den BMW i7. Ja, mit einem 101 Kilowattstunden großen Akku, da würde ich mir wünschen, es wäre ein bisschen mehr. Aber gut, bei 22,4 Kilowattstunden und diesem Wetter ist mit diesem Auto leider eben nicht mehr drin. In der Stadt sieht das bestimmt anders aus. Da kann man den Wagen deutlich unter 20 Kilowattstunden fahren. Da sind wir dann doch eher in der Nähe von den 600 Kilometer WLTP-Reichweite. Und das ist dann schon was ganz anderes. So, zum Glück hat es jetzt ein bisschen aufgehört zu regnen. Das heißt, wir fahren jetzt auf jeden Fall den Wagen noch ein bisschen runter. Bei 63% starten wir und ich versuche ihn mal so auf Richtung 20% zu kriegen. Und dann versuchen wir nochmal einen Ladetest zu machen. 195 kW DC soll er, wie gesagt, haben. Da bin ich mal gespannt, ob er das schafft. Aber bis dahin ist noch ein gutes Stück. Boah, das einzig Schlechte bei diesem Test heute war ja wirklich echt das Wetter. Ne? Das Auto, da kann man ja wirklich nichts sagen. Also ihr kennt das ja vielleicht von früher, von den Zünften, wo die Handwerker ein Meisterstück gebaut haben. Und da haben sie ihr gesamtes Können, ihr ganzes Know-how und auch Innovation reingelegt. Und das war dann das Beste vom Besten, was sie in der Lage waren herzustellen. Und dann haben sie ihren Meisterbrief bekommen. Naja. So ein bisschen so empfinde ich hier diesen i7 auch von BMW. Das ist sowas wie das Meisterstück der deutschen Automobilingenieure, zumindest der von BMW. Ich meine, dass die Deutschen Autos bauen können, das wissen wir. Dass sie solche Autos bauen können, das wissen wir jetzt auch. Was bringt uns das jetzt für eine Erkenntnis? Deutsche Technologie, klar, Spitzenklasse, weltweit führend im Automobilbau. Aber leider nicht, was die Verkaufszahlen angeht. Und schon gar nicht bei Elektroautos. Das wissen wir auch. Da gibt es da noch einiges aufzuholen. Und vor allem eben auch im unteren Preissegment. Und sowas wie hier, diese Luxusklasse. Ich meine, für den chinesischen Markt, für den amerikanischen Markt und wer weiß auch für den russischen, wer weiß über welche Kanäle. Also das passt schon. Solche Autos kaufen sich Leute, die es sich wirklich leisten können und die es sich auch leisten wollen. Die Stückzahlen hier werden sich in Grenzen halten vom i7. Bleibt höchstens zu hoffen, dass sie das ein oder andere der Technologie, die sie hier jetzt drin verbaut haben, dass die vielleicht auch den Weg in die unteren Klassen finden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das ist ja immer so. Nichtsdestotrotz, es ist ein sagenhaft gutes Auto. Ich würde mal sagen, vom Automobilbau her kann ich mir nichts Besseres vorstellen im Moment. Und für mich toppt es auf jeden Fall auch die Mercedes S-Klasse, also EQS zum Beispiel. Ich bin ja eigentlich immer so ein bisschen Team Mercedes gewesen. Habe ja 18 Jahre lang Mercedes gefahren. BMW mochte ich nie so richtig, aber ich muss wirklich neidlos anerkennen, dieses Auto hier ist wirklich mega. Würde ich mir ja viel eher zulegen als ein EQS zum Beispiel. Theoretisch, in der Praxis never, sage ich euch, weil der Wagen ist mir einfach in allen Belangen
too much. Also angefangen von der Größe, ja, von der Protzerei hier drin. Also für mich ist es nichts. Aber es gibt sicherlich Leute auf der Welt, die sowas toll finden. Und wie gesagt, auch der Verbrauch hier war okay. War jetzt auch nicht Spitzenklasse. Habe ich jetzt auch nicht erwartet bei dem Wetter. Aber diese 22,4 oder was wir hatten, war völlig im Rahmen eigentlich. Hätte ich mir jetzt auch schlimmer vorstellen können. Besser gehofft allerdings. Nichtsdestotrotz hier die Vollgasstrecke, wobei bei dem Wetter konnte ich nicht wirklich 240 fahren, aber da ging der Verbrauch dann eher schon Richtung 30 Kilowattstunden hoch und die Reichweite schrumpft natürlich statt 600 WLTP auf eher Richtung 300 WLTP, beziehungsweise 300 nicht WLTP, sondern Real LTP. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von so einem Luxusschlitten haltet. Falls ihr sogar einen gekauft habt, das würde mich mal interessieren, gibt es unter meinen Abonnenten oder Zuschauern Leute, die sich so ein Auto gekauft haben oder auch kaufen würden? Also nicht, wenn ich das Geld hätte dann, sondern ich habe das Geld und werde mir oder so. Das würde mich mal interessieren, wie viele Leute wohl dabei sind und sich so ein Auto zulegen. Ja, spannende Frage. Ja, nichtsdestotrotz, ich fand es ein tolles Erlebnis, dieses Auto zu fahren. Es macht wirklich Spaß. Man steigt hier echt sehr ungern aus. Die Sitze, es ist einfach ein Traum. Fahrwerk, also ich sag euch Leute, es ist mal wirklich ein Erlebnis, dieses Auto zu fahren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.